Es ist ein Gelände, in dem auch die Bomben weiterfallen. Auch heute Morgen sah es so aus, als ob es ein ruhiger Tag werden könnte. Ist es nicht geworden. Was genau hinter den Kulissen verhandelt wird, es soll verhandelt werden, erfahren wir natürlich nicht. Wir sehen aber, was vor den Kulissen gesagt wird, also auf offener Bühne zum Beispiel das, was der Premier Israels Benjamin Netanyahu noch gesagt hat. Wir haben unsere zahlreichen Attacken gegen die Hamas und den islamischen Dschihad ausgewertet. Sie haben Schläge erhalten, die sie nicht erwartet haben. Ich habe keinen Zweifel daran, dass sie das um Jahre zurückgeworfen hat. Ich bin sicher, dass alle unsere Feinde sehen, welchen Preis sie für Aggressionen gegen uns zahlen müssen. Und ich bin sicher, sie werden ihre Lektion lernen. Wir versuchen ein bisschen zu verstehen, was die beiden Konfliktparteien im Moment antreibt. Dazu sind bei uns zwei Männer, Malcolm Mohanwe, Journalist, Beobachter tatsächlich auch der internationalen Szene und Sohn einer palästinensischen Mutter. Herzlich willkommen. Und Konstantin Schreiber, den wir kennen hier aus dem Ersten, er kennt als langjähriger Berichterstatter sowohl die Region als auch eben die islamistische Szene in Deutschland. Herzlich willkommen, Herr Schreiber. Hallo. Herr Schreiber, Sie waren oft in der Region schon als Jugendlicher zum ersten Mal, nicht im Kibbutz wie Jörg Pilawa, sondern in Syrien. Wie kommt Ihre Nähe zu der arabischen Region? Und Sie sprechen ja auch fließend Arabisch. Ja, ich habe auch Sendungen im arabischen Fernsehen tatsächlich bis heute. Nein, aber es waren familiäre Kontakte, Freunde meiner Familie kamen aus Syrien, die haben mich immer eingeladen. Ich soll doch mal die Familie besuchen und Syrien ist so ein interessantes Land. Und ich habe gedacht, so wie andere halt in die USA gehen oder nach Großbritannien, gehe ich nach Syrien. Das war ein bisschen ungewöhnlich damals, aber hat meinen Horizont erweitert. Und Sie haben eine gewisse Faszination für die Region, kann man das so sagen? Definitiv, ja. Was fasziniert Sie? Ich finde die Widersprüchlichkeit und Vielfalt der Region wahnsinnig spannend, insbesondere als Journalist, weil dort gerade, glaube ich, eine ganz neue Ordnung verhandelt wird, das sowohl für die Menschen dort als auch für uns hier so unglaublich große Auswirkungen hat. Also sowohl das Verhältnis einerseits von Religion und Staat, die, glaube ich, dort noch nicht ausdefiniert ist, auch sicherlich Nachwirkungen dieser lange schwierigen Entstehung von Staatlichkeit im Nahen Osten. Das sehen wir ja auch in diesem Prozess, es ist nicht abgeschlossen. Und überhaupt das Zusammenleben unterschiedlicher Kulturen und Religionen, was lange ja sehr gut funktioniert hat im Nahen Osten und jetzt aber in der Moderne ganz neu verhandelt werden muss. Und eben kriegerisch auch. Ja. Herr Ohanwe, Ihren Bezug habe ich ja schon neben dem Journalistischen angedeutet. Es gibt also eine palästinensische Mutter, Sie waren auch dort, Sie haben im Westjordanland unter anderem studiert. Ich fand interessant, dass Sie diese Szenerie damals so beschrieben haben. Da wurden auch Partys gefeiert, da sind ganz normale Studenten zusammengekommen. Also wir haben ja so ein festgelegtes Bild davon. Es ist alles nur schlecht. Wie haben Sie das damals erlebt? Also meine Mutter ist in Deutschland geboren und aufgewachsen. Ihre Eltern sind aus Palästina. Sie kamen als Gastarbeiter. Sie waren damals jordanische StaatsbürgerInnen. Und für mich war das so, dass wir immer im Sommer ganz oft nach Palästina gefahren sind, aber immer über Israel, also in den palästinensischen Autonomiegebieten. Oft wird das missverstanden, man hat das Gefühl, es gibt so zwei Staaten, aber im Westjordanland gibt es keinen Flughafen, die haben keine eigene Währung, also man muss immer nach Tel Aviv fliegen. Dann sind wir da in so ein Auto gestiegen, da war ein Araber, der hatte auch einen israelischen Pass, der hat uns rübergefahren, dann kamen ganz viele Leute mit dicken Waffen und einmal bin ich dann im Auto gewesen und ich war so begeistert. Mit meinen Cousins, das ist immer eine spannende Fahrt gewesen von Israel, wo die Leute, wo alles anders aussieht, um dann über die Grenze zu fahren als junger Mensch. Und dann, ich hatte ganz lange so Dreadlocks, also so Flechtfrisuren, und dann hat irgendwann so ein israelischer Soldat seine Waffe so vor meinem Gesicht rumgedangelt und ich hatte Todesangst, weil wir natürlich so, die Israelis sind nicht unsere Freunde sozusagen, weil wir merken, dass palästinensische Menschen irgendwie sehr oft Schikane erfahren. Und ich dachte, oh Gott, Mama, was passiert jetzt? Und dann fand er nur meine Haare ganz cool und hat dann so, wollte dann irgendwie einen Spruch machen und dann ist nichts passiert. Wir sind weitergefahren und dann waren wir in unserem kleinen Dorf. Es ist ein christliches Dorf, es ist eine christliche Familie. Sie sind gar kein Muslim, sondern Sie sind Christ. Das heißt, genau, meine Familie ist christlich. Auch das ist ja für viele etwas, was man nicht weiß. Genau, und als Christ lebt es sich ganz locker, easy. Man kann mit seinem großen Kranz rumlaufen und das ist natürlich Alltag. Also, weil in dem Dorf ist ja nicht, das ist ja nicht überall, in jedem Dorf ist jetzt akut Krieg. Natürlich gibt es immer mal wieder Auseinandersetzungen, Ausschreitungen. Es gibt die tagtägliche Schikane, wenn du im Westjordanland bist und du möchtest von dem Dorf, wo meine Familie herkommt, in eine andere Stadt, dann gibt es alle 30 Minuten irgendeine Person, die dich kontrolliert und du weißt auch nicht, ob du an die andere Stadt kommst, weil
der Willkür dieses israelischen Checkpoints ist. Mhm. Und das ist auf Dauer wahnsinnig entmenschlichend, in dem Land, was deines sein soll, dich nicht frei bewegen zu können. Herr Schreiber, wir haben jetzt in den letzten Wochen vor allem auf Israel geguckt, weil der Impffortschritt uns alle so beeindruckt hat. Also das waren sehr viele positive Nachrichten. Aber wenn man genau hingesehen hatte und wenn man sich ein bisschen auskannte, hat man ja gesehen, dass da wieder etwas schwelte. Wo machen Sie den Punkt aus, wo dieser Konflikt, den wir jetzt in der Eskalation sind, wo hat der begonnen eigentlich, diese aktuelle Phase? Das ist relativ willkürlich, würde ich tatsächlich sagen. Also wie Sie richtig gesagt haben, das ist ein Konflikt, der die ganze Zeit schwelt, der ungelöst ist und der, glaube ich, zu jedem beliebigen Zeitpunkt auch schon davor oder vielleicht etwas später hätte ausbrechen können. Also es hat jetzt nicht den besonderen Zündstoff oder Zünder gegeben, der jetzt zu dieser Eskalation geführt hat. Das ist relativ beliebig, zeigt ja aber auch, welche hohe Spannung doch die ganze Zeit da unterschwellig vorhanden ist, auch wenn wir das vielleicht nicht permanent so betrachten. Mhm. Sehen Sie einen Punkt? Also würden Sie wirklich, das ist beliebig? Also das Auswärtige Amt hat an Israel eine Meldung geschickt, hat gesagt, der Siedlungsbau, das wurden 500 neue Siedlungen im Westjordanland angekündigt, die Enteignungen in Sheikh Jarrah, die haben gesagt, das ist gefährlich für den Frieden, hat keiner mitbekommen, weil es in so einer kleinen Meldung war, aber das wurde klar formuliert, die Warnung, es wurde gesagt, hey, das ist nicht gut für die Region, das stoppt die Friedensprozesse, dann gab es die Gebete an der Al-Aqsa-Moschee, das ist eine der drei heiligsten Orte für die Muslime, das brauche ich Ihnen ja nicht erklären, also all das hat sich zusammengetan, davor gab es Mobs, israelische, jüdische Mobs, die geschrien haben, Tod den Arabern, die Araber gejagt haben. Ein guter Freund von mir, ein Kollege, wir machen gemeinsam einen Podcast für ARD und ZDF Funk, wir haben dazu recherchiert und seiner Familie ist das passiert, dass die sich verstecken musste vor jüdischen Mobs. Und dann zu sagen, das ist irgendwie willkürlich, Das finde ich jetzt ein bisschen schwierig, ja. Also die Verfolgung durch jüdische Mobs. Also ich finde, wenn wir über Mobs und Bilder sprechen, die hochproblematisch sind, fallen mir aus den vergangenen Tagen erstmal andere Bilder ein als jetzt jüdische Mobs. Naja, ich spreche aus der Perspektive der Person, die ich kenne. Das ist, ist ja nicht der Anspruch. Ich kann ja nicht alles. Ich kann das besprechen, was ich halt persönlich mitbekommen habe. Natürlich gab es, also ich weiß nicht. Über Fernsehen oder also Medienverfolgen hilft manchmal auch, um dann die persönliche Erfahrung noch ein bisschen zu weiten. Was fehlt denn? Was müsste man da noch anfügen? Also es gab die Enteignung der palästinensischen Menschen. Es gab Ausschreitung in der Al-Aqsa-Moschee im Ramadan. Sie sprechen, das haben vielleicht nicht alle mitbekommen, ja. Tatsächlich. Es gibt eben in Ost-Jerusalem Häuser, die an jüdische Siedler gehen soll und darin wohnen jetzt Palästinenser. Das war jedenfalls ein Punkt, an dem die Sache gewalttätig wurde, aber es sind noch keine Bomben geflogen und dann gab es eben ein Ultimatum und dann hat die Hamas angefangen aus Israel. Die Frage klingt ja einfach. Würden Sie denn sagen können, Herr Blume hat gerade gesagt, ja, das ist klar eine Provokation der Hamas oder die Hamas hat sozusagen diese Eskalation gestartet. Ist das für Sie so klar? Also ich finde, da vermengt man schon ganz unterschiedliche Dinge, die miteinander so nicht auf gleicher Augenhöhe sind. Ohne jetzt in einzelner Weise auf den Siedlungsbau, also da jetzt als Fürsprecher aufzutreten. Mhm. Aber wir reden auf der einen Seite von einem Staat, der nach Checks and Balances, also nach Recht und Gesetz funktioniert. Und auf der anderen Seite haben wir eine militante Terrororganisation. Das sind zwei Dinge, die man, glaube ich, nicht gleichberechtigt so gegenüberstellen darf. Mhm. Aber inwiefern funktioniert Check and Balance, wenn keiner Israel checkt, wenn sie Völkerrecht brechen. Also UN hat gerade einen neuen Bericht herausgebracht, dass die völlig straffrei immer wieder weiter Völkerrecht brechen und es gibt keine Sanktionen. Es gibt so nette Pressemeldungen, hey, könntet ihr vielleicht nicht Völkerrecht brechen, aber sie können immer noch Siedlungen dort, sie machen das ganze Westjordanland kaputt. Es gibt dann keine Zwei-Staaten-Lösung. Es ist auch nicht im Interesse der Mehrheit der jüdischen Bevölkerung, die wollen auch keinen Einstaat mit gleichwertigen Rechten. Deswegen sind Raketenschießen okay. Nein, aber deswegen sage ich ja, aber Sie meinten ja, es gibt Check and Balance, aber es gibt kein Checkapparat. Wir halten mal zwei Dinge tatsächlich fest. Der Völkerrechtsbruch durch die Siedlungen wird festgestellt. Auch das Auswärtige Amt hat gesagt, es ist in vielen, es ist entweder Menschenrechtsverstoß oder Völkerrechtsbruch. Die EU hat das gesagt, also da gibt es ein Thema. Der Hinweis auf Raketen, finden Sie okay, bezieht sich auch darauf, Sie haben am Montag, haben Sie Tweets, Sie haben sich in eine Twitter-Schlacht
würde ich jetzt mal sagen, von außen hineinziehen lassen. Ja. Sie haben nämlich gesagt, tatsächlich, die Raketen sind absolut nicht in Ordnung, aber Palästina ist ohnmächtig. Sie haben geschrieben, wenn jetzt die Raketen nicht geflogen wären, dann hätte es einfach nur eine kleine Pressemitteilung gegeben und das Leid der palästinensischen Menschen, darüber wäre nicht gesprochen worden. Sie schreiben auch, Israel ist eine Demokratie, Hamas eine eklige antisemitische Terrorgruppe. Das haben viele so gelesen, als ob sie sagen würden, ja, man hört einfach das Argument nicht, wenn keine Raketen fliegen. Ist das das gewesen, was Sie meinten? Das ist ja absoluter Schwachsinn. Also natürlich habe ich höhere Standards an Israel, weil das unser Freund ist als Deutschland. Wir haben diplomatische Beziehungen zu Israel. Das ist eine Demokratie. Natürlich erwarte ich mehr von einer Demokratie von Israel als von irgendeiner Terrorgruppe. Die werden keine Briefe schreiben, keiner redet mit denen. Also das ist beschissen, was die machen. Keine Frage. Wir müssen das Problem bei der Wurzel packen. Mhm. Amnesty International hat gerade publiziert, dass die Wurzel des Problems ist die systemische Unterdrückung palästinensischer Menschen. Die Wurzel des Problems, und es wird immer weiter, dann gibt es jetzt wieder Ruhen, und dann geht es in 3 Jahren wieder weiter, weil die Menschen im Westjordanland immer noch unter Militärbesatzung leben. Was bedeutet das zum Beispiel? Palästinensische Menschen, die im Westjordan leben, werden nach Militärrecht bestraft. Jüdische Menschen, die im Westjordan leben, was völkerrechtswidrig ist, das ist nicht ihr Land, werden nach Zivilrecht bestraft. Mhm. Es ist eine viel höhere Quote und Wahrscheinlichkeit, dass du belangt wirst nach dem Militärrecht. Du hast keine Bewegungsfreiheit, du hast keinen eigenen Flughafen, du kannst nicht raus. Es gibt immer wieder Meldungen und Berichte, die werden auch bei Human Rights Watch erwähnt, wie palästinensische Menschen im Westjordanland von jüdischen Israelis niedergeschossen werden. Das ist einfach unerträglich, diese Situation, und das ist die Wurzel des Problems. Mhm. Es wird dann weitergehen, also man muss sich das Große angucken und nicht der Konflikt ist mehr als nur Gaza und Israel. Es gibt arabische Menschen in Israel, die gerade streiken, die haben alle keinen Bock mehr. Da muss man trotzdem, sorry, jetzt mal was dazu sagen, weil das sicherlich auch eine ganze Menge ausblendet. Das bedient so ein bisschen diese Opferrolle oder diesen Opfermythos, in der sich die Palästinenser auch sehen und der sehr stark dargestellt wird. Was man natürlich auch gleichzeitig immer sehen muss, und da bin ich fest von überzeugt, dass ein Großteil der wirklich miserablen Lebensbedingungen der Palästinenser auf die eigene vollkommen korrupte und unfähige Elite zurückzuführen ist. Weil zum Beispiel, es mangelt ja nicht an Geld. Wenn man wirklich die Lebensbedingungen in Gaza oder auch in weiten Teilen der Westbank verbessern wollen würde, es fließen Milliarden da rein, jedes Jahr, von der EU, von den Vereinigten Staaten, aus vielen Hilfsorganisationen. Ich glaube, es gibt viel zu wenig Kontrolle, was mit diesem vielen Geld passiert. Wenn man wollte, könnte man damit Schulen ordentlich ausstatten, Krankenhäuser ordentlich ausstatten. Man könnte die Infrastruktur vernünftig aufbauen. Stattdessen verschwindet, soweit wir wissen, ein Großteil dieses Geldes in wirklichen dunklen Kanälen. Und nur weil ein Staat, wie wir vorhin gehört haben, Gaza oder ein Gebiet klein ist, muss es nicht arm sein. Das mag vielleicht ein etwas anachronistischer... Sehen Sie denn gar keine Schuld bei der Autonomiebehörde in der Westbank und bei der Hamas, die ja in Gaza regiert? Die Leute haben die palästinensischen Zivilisten vertrauen in palästinensische Regierung gar nicht mehr. Die haben für die komplett versagt. Mhm. Aber ich stell die Frage der internationalen Community, warum wird Geld reingepumpt, aber nicht Israel einfach da angehalten, einfach sich dran zu halten? Wie soll sich Westjordanland aufbauen, wenn 60% des Westjordanlands, ist die Area C, ist durch Israel kontrolliert, ist unbetretbar für die palästinensischen Menschen. Es gibt, wie gesagt, keine eigene Währung. Weil dieses Argument, die sind so defizitär, die können sich nicht entwickeln. Wie willst du denn einen erfolgreichen Staat aufbauen? Wie willst du eine Wirtschaft etablieren? Wie willst du glückliche Menschen haben, wenn du tagtäglich Schikane erlebst? Das ist unmöglich. Das ist zynisch, ehrlich gesagt, das auszublenden und nicht darauf einzugehen, dass das Problem ist. Amnesty International ist sich die größte Menschenrechtsorganisation in Israel. Beth Salem sagt, ich will Sie gar nicht unterbrechen, aber ich will die Redeanteile so ein bisschen auch noch verteilen. Nehmen Sie es mir nicht übel, aber ich will tatsächlich an einem Punkt fragen, Herr Schreiber, wir reden ja tatsächlich jetzt, weil die Bomben fliegen. Also der Konflikt schwelt und immer wieder guckt die internationale Gemeinschaft hin. Die amerikanische Regierung hat sich unter Donald Trump auf eine Seite gestellt. Biden hat sich erstmal zurückgehalten, wird jetzt wieder in diesen Konflikt gezogen. Der deutsche Außenminister fährt dahin. Für wie groß halten Sie denn die Chance, dass da jetzt sozusagen durch eine internationale Vermittlung ein echter Schritt gemacht wird? Oder ist das die Situation, in der wir jetzt stecken, schlimmer als vorhin? Sie ist aus verschiedenen Gründen schlimmer. Das sehe ich zum einen, weil wir etwas
Einmaliges oder Erstmaliges gerade sehen, und zwar, dass die Hamas offenbar so gut ausgerüstet ist, dass ihre Raketen Israel tatsächlich bedrohen können. Das waren vorher so viele, dass dieser Schirm sie nicht alle abfangen konnte. Und sie auch so weit geflogen sind, wie in dieser Zahl vorher noch nicht, dass Tel Aviv wirklich unter Beschuss war. Das hat es so vorher in keinem Fall gegeben. Gleichzeitig sehen wir diese Ausschreitungen innerhalb Israels mit den Auseinandersetzungen zwischen Juden und Arabern, und das ist für Israel selbst, für die Innenpolitik, eine riesige Gefahr. Man sieht, dass dort auch offenbar den Frieden innerhalb der eigenen Gesellschaft, den man lange glaubte, einigermaßen halten zu können, dass der jetzt auch brüchig wird. Also dass die Staatsangehörigen arabischer Herkunft tatsächlich sich jetzt auch in gewisser Zahl solidarisieren. Und das stellt die israelische Gesellschaft vor eine ganz neue, große, zumindest Herausforderung, würde ich sagen. Was sagen denn Ihre Leute oder die, mit denen Sie jetzt auch reden, auf der anderen Seite, was ist deren Wunsch, deren Forderung an die internationale Gemeinschaft? Also ich bin nicht der Botschafter der Palästinenser. Das weiß ich, aber Sie haben ja Ihr Ohr da drin, deswegen sitzen Sie auch hier. Nein, das ist in Ordnung. Ich glaube, das Problem ist, dass so getan wird und die Leute haben im Kopf, ja, die Palästinenser sollen sie sich doch selber organisieren. Sehr viele palästinensische Menschen haben israelische Staatsbürgerschaft, sie leben in Israel, und es ist die Aufgabe der jüdisch-israelischen Dominanzgesellschaft, seine StaatsbürgerInnen zu schützen, und die palästinensischen Menschen fühlen sich nicht sicher in ihrem eigenen Land. Aber die Frage war nach dem, was wünschen Sie sich denn von der internationalen, was macht die EU einen wenn die Politik reagiert? Es gibt so viele Menschen in Deutschland, die mir Nachrichten schreiben, die biografischen Bezug zu der Region haben, die die Medien angucken. Und die stellen sich die Frage, wie kann es sein, dass alle deutschen Politiker und Politikerinnen, egal in welchem Spektrum, Israel erwähnen und solidarisch, und das ist so richtig und wichtig, aber mit keinem Wort sagen, unser Leid oder unser Mitgefühl ist auch mit den palästinensischen ZivilistInnen. Hat heute Gregor Gysi im Bundestag getan? Der Fairness habe, muss man sagen. Aber nicht in der überschwänglichen Form. Und das ist verletzend für viele Menschen. Die können das nicht nachvollziehen. Das ist wahnsinnig schwierig zu verstehen, wie in den Vereinigten Staaten von Amerika TV-Satiriker ganz klar von Kriegsverbrechen sprechen, von Apartheid sprechen, während Jan Böhmermann, unser größter TV-Satiriker, kontextlos einfach I stand with Israel twittert. Das ist für die Leute, die können das nicht verstehen. Ja. In Israel haben wir einen ganz anderen Diskurs, die lachen sich kaputt darüber, wie hier gesprochen wird. Eine Kollegin von mir hat einen Film gemacht für den NDR und ihr wurde unterstellt, Israel-Hetze. In Israel, der öffentlich-rechtliche Sender dort hat sie angefragt, weil die das so absurd finden, dass ihr das unterstellt wird. Und das zeigt, wie verrenkt der Diskurs in Deutschland ist im Vergleich ist zu den, das, in einer globalisierten Schreiber, Welt. Ist das nicht ist er das? Haben Sie das Gefühl, der Diskurs ist in Deutschland verrenkt oder muss er verrenkt sein, weil wir als Deutsche gegenüber den Juden eine bestimmte Verantwortung haben, die aus unserer Geschichte kommt? Also ich finde eher erstaunlich, in welche andere Richtung sich das verrenkt. Also ich habe heute Morgen zum Beispiel einen Artikel gelesen bei Spiegel Online. Das Morning Briefing war es, glaube ich, und da wurde gesagt, wir sehen dieser Tage wieder Antisemitismus von Rechtsextremisten, Querdenkern und einigen linken Gruppen. Wo ich mich gefragt habe, hat man beim Spiegel andere Bilder gesehen als ich? Also da wurde offenbar nicht das gesehen, was wir in den vergangenen Tagen auf deutschen Straßen erlebt haben. Ich habe heute bei Zeit Online einen Artikel gelesen, da wurde gesagt, die Palästinenser werden entmenschlicht. Da wurde aber nicht ein einziges Beispiel für genannt. Also Sie glauben, es kippt eher in die andere Richtung? Es kippt in die andere Richtung. Ich kann auch eine aktuelle Auswertung dazu nennen, die das Medienmagazin ZAP, das ich ja mal moderiert habe, gerade heute herausgegeben hat. Da wurden die beiden Hashtags I stand with Israel und I stand with Gaza analysiert, und dabei kam heraus, dass in Deutschland, ich glaube, 7000 Tweets unter I stand with Israel also abgesetzt wurden und 47.000 mit I stand with Gaza. Okay. Da kann man jetzt nicht sagen, dass da tatsächlich, das ist ausgewertet worden, das ist heute rausgekommen. Ja. Das ist also, wenn Sie das Gefühl haben, da ist ein Ungleichgewicht, muss ich Ihnen leider sagen, müssen wir einen Punkt machen, weil die Sendezeit zu Ende ist und das Nachtmagazin wartet, das Weißkonservativschreiber, der normalerweise da auch mal sitzt. Wir müssen hier einen Punkt machen, tatsächlich. Ich danke Ihnen beiden, dass Sie zwei Sichtweisen gesehen haben. Ich erwähne, dass wir uns das nächste Mal unterhalten müssen über Ihr Buch. Sie haben nämlich ein interessantes geschrieben, die Kandidatin, über eine muslimische Kanzlerkandidatin mit Aussicht auf Erfolg, die die deutsche Gesellschaft spaltet. Da geht es auch um Diversität. Vielleicht kriege ich Sie beide ja noch mal zu so einer Debatte hier in die Sendung. Für den Moment muss ich sagen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Ohanwe. Danke, dass Sie da waren. Ich habe den Podcast-Thema noch erwähnt. Ein Podcast von Herrn Ohanwe. Vielen Dank, Herr Schreiber, dass Sie heute hier waren.